Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen, Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona an Land. Liebe Gemeinde, als ich diese Jona-Geschichte zum ersten Mal gehört habe, da stellte sich ehrlich gesagt kein richtiges Wohlgefühl ein. Im Gegenteil, mich gruselte damals auch die Vorstellung, dass ein Walfisch, so wurde es mir damals im Kindergottesdienst erzählt, den armen Jona packt und ihn verschlingt. Dass Jona im Bauch des Fisches so etwas wie Geborgenheit erleben könnte, habe ich damals wohl nicht mehr gehört und es war auch ehrlich gesagt unvorstellbar für mich. Aber damit habe ich leider auch das Leitmotiv dieses Textes nicht in mein Leben hineinnehmen können. Denn, so die Botschaft dieser Geschichte, Gott schenkt uns Menschen Geborgenheit, gerade wenn wir uns von Gott und der Welt verlassen fühlen, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir verzweifeln oder durch bestimmte Umstände leiden müssen. Jona im Bauch des Fisches bedeutet, hier ist ein Mensch in großer Not und wird von Gott aufgefangen und beschützt. Bei Gott sind wir also geborgen. An Gott können wir uns in jeder Lebenslage wenden, und er hört uns zu. Warum war Jona eigentlich in eine Notlage geraten? Jona war vor Gott geflohen, weil er sich weigerte, der Stadt Ninive das Gericht Gottes anzudrohen. Und er wollte deshalb mit einem Schiff so schnell wie möglich vom Angesicht Gottes verschwinden. Doch auf dem Schiff, das ins Mittelmeer lossteuert, da ist es für ihn so, dass sich die Lage immer mehr zuspitzt. Den Tod vor Augen wird Jona in das tosende Meer gestoßen. Der Text rührt unser Gewissen an. Wir haben die Bilder im Fernsehen oder in den sogenannten sozialen Medien deutlich vor Augen. Viele Menschen in einem Schlauchboot auf dem Meer unterwegs in eine bessere Welt. Dabei sind sie nicht nur den hohen Wellen ausgesetzt und der Angst, jederzeit von Bord zu gehen. Sie können sich auch nicht sicher sein, ob die Schiffe, die am Horizont auftauchen, zu ihrer Rettung unterwegs sind. Das Symbol des tosenden und tobenden Meeres spricht für sich selbst. Vielen von uns
ist die Gefühlslage der Bedrohung und der Not gar nicht mal so fremd. Wir kennen wohl alle das schreckliche Gefühl, einer großen Gefahr gegenüber ausgesetzt und vor allem hilflos zu sein. Kennen die Panik in den Wellen, unterzugehen und zu ertrinken. Kennen das Gefühl zwischen Hoffen und Bangen. Da ist eine Frau, die vor einigen Jahren ihre hochbetagte Mutter verloren hatte, die sie über Jahre gepflegt hatte. So war sie umso mehr auf die Gesundheit ihres alten Vaters bedacht, den sie täglich besuchte, obwohl er selber sich noch sehr fit empfand und sogar von Radurlauben an der Küste träumte. Aber dann kam der Anruf. Er war gestürzt, Beinbruch. Nun setzte sie alles daran, dass der Vater die bestmögliche Behandlung erhielt. Doch für sie verdichtete sich der Eindruck, dass er als alter Patient nicht mehr angemessen behandelt wird. Dies spitzte sich in einer sich anschließenden Reha-Maßnahme nochmal zu. In Gesprächen mit mir schilderte sie mir ihre große Angst. Und dass ihr Vater zum ersten Mal in seinem Leben Angst hatte, das machte ihr noch mehr Angst. Ich habe das auch in meiner Zeit als Klinikpfarrer an diversen Würzburger Kliniken manchmal bestätigt bekommen. Die Patientinnen und die Patienten und die Angehörigen erzählen von ihrer Angst und von ihrer Sorge, wie es weitergehen soll. Und dann geschieht etwas, was wir selber nicht herstellen können, was wir nicht machen können. Es ist ein geheimnisvoller Moment, der den Gesprächspartnern geschenkt wird. Der Blick der Betroffenen wird klar. Im Erzählen geschieht trotz der bedrohlichen Lage ein zur Ruhe kommen. Vielleicht liegt es daran, dass man sich verstanden fühlt, oder vielleicht liegt es an der Situation, dass Menschen sich zuwenden. Es entsteht so etwas wie ein geschützter Raum, in dem sich eine nicht zu begreifende Geborgenheit einstellen kann. Und das in einer Situation, in der Menschen sich völlig ausgeliefert fühlen. Menschen, die sich mit ihrer Not zeigen dürfen und von ihrer Lebenssituation erzählen, fühlen sich durch die Beziehung zu einem Menschen, der wirklich zuhören kann, gestärkt. Im Krankenhausbereich können das Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärztinnen und Ärzte, Seelsorger oder auch Reinigungskräfte sein. Diesen geschützten Raum durfte Jona laut der Erzählung der Bibel im Bauch des Fisches für sich erleben. Er dankte Gott für die Rettung. Ich rief zu dem Herrn in meiner Not und Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Jona fühlte sich auch in der größten Not nicht von Gott verlassen. Dies scheint in der Bibel ein häufiges Motiv zu sein. Menschen erleben in einer großen Angst, dass Gott sie auffängt und beschützt. Er schenkt Kraft und Stärke, damit Menschen ihren Weg fortsetzen können. Wenn draußen die Welt tobt, dann schenkt er uns einen Raum der Geborgenheit. Und so hören die bedrohlichen Umstände zwar nicht unbedingt auf, aber wir sind gestärkt und können die nächsten Schritte ins Leben gehen. Wir hören also bei Jona, dass Gott uns auffangen kann, dass er uns schützen will. Bedrohliche Situationen können sogar wieder näher an Gott heranführen. Jona dankt Gott für die bewahrende Liebe, die er eigentlich gar nicht verdient hätte. Er fühlt sich von Gott wertgeschätzt, geliebt, und genau das veranlasst ihn, seinen ursprünglichen Auftrag doch noch in Angriff zu nehmen. Das gilt auch für uns Heutige. Gott schenkt uns Menschen Geborgenheit, wenn es gerade einmal nicht so gut läuft, wenn wir zu verzweifeln drohen, wenn Ängste uns heimsuchen oder wenn wir uns ganz einfach an die Umstände ausgeliefert fühlen.
vielleicht in einem Gottesdienst, in einem wertschätzenden Gespräch, im Gebet, im stillen Kämmerlein oder in der von Gott geschaffenen Natur, also unter freiem Himmel. Im übertragenen Sinne kann Gott also einen großen Fisch der Geborgenheit kommen lassen, der uns für eine bestimmte Zeit schützt und stärkt für alle kommende Zeit. Amen. Und so segne und behüte uns alle, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.